auf jeden Fall verkürzt. Wie kannst du das denn jetzt erkennen mit dem Einzugsbereich? Indem ich auf den Bahnhof klicke, dann wird der Bauernhof weiß. Ja. Ja, aber du weißt ja auch bei den Personen und so ist ja auch, da ist eine gewisse Zeitspanne und so. Ganz. User joined your channel. Hallo Axel. Oh, ahoi. Wir sind wieder im Livestream. Man hört dich dann auch im Livestream. Das wird auch aufgezeichnet. Meinst du, ich soll es probieren? Wir haben kein Geld, wir liegen eine Million im Minus. Ja, das dann eben nachher mal probieren. Also ich hätte mir das einfach. Warum liegen wir denn jetzt im Minus? Ja, auch die Testversion, was du hier machst. Dann weiß man eben, so darf man nicht. Servus. Hallo. 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 Maschinen Dornburg, warum machen die denn so viel Minus? Wer macht da Minus? Ist das Maschinen Dornburg? Stimmt, haben wir hier die Linien überhaupt schon besetzt? Ah, okay. Wir haben die Linien noch gar nicht besetzt. Und jetzt haben wir plötzlich wieder 4 Millionen plus. Was? Hä? Wie jetzt? Ah, Junge, macht mich nicht fertig, das Spiel. Hä? Was? Ja, dann muss irgendwo so zwei Züge irgendwo gleichzeitig angekommen sein und ihre Ladung abgeladen haben. Wir sind immer 6 Millionen im Plus. 14%, 15%, wie sieht's hier aus? 20%? Oh Gott, hä? Liegt es gerade nicht so ganz. Ganz schön viele Leute. Der bringt doch Maschinen. So, die Industrie braucht doch Maschinen. So. Ich habe hier mein Industriegebiet. Und ah, lol, da ist auch noch. Oh. Dann beinahe stimmt irgendwas nicht. Ne. Maschinenkühdorf, okay. Schlacke-Kühdorf brauchen wir ja dann später. Stein, Werkzeug. Werkzeug Dornburg? Ja, das ist die Strecke, genau. Brauch Werkzeuge Kühdorf. Wie alt ist denn der Zug? 8 Jahre. Sind das schon, ist es über 25%? Weiß das jemand? 8 Jahre über 25%? Ich weiß nicht, warum was? Ich sehe doch jetzt nichts hier. Wie alt soll denn werden? Jahre. Das ist ja nicht das maximale Jahr. 35. Müsste eigentlich sein. Auf jeden Fall. Können Sie mal ausprobieren?
Also effektiv ist hier diese schwarze Kleine. Die war immer sehr schnell und preisgünstig in Train Fever. Aber die fährt nur ganz langsam. Die fährt 90 oder so. Ja, Fährt 90 Stundenkilometer. die würde aber hier unsere anderen Züge ausbremsen, weil die fahren hier alle 100. Ja, ganz klar, ja. Ich gehe jetzt mal davon weg, dass wir nochmal extra eine zweite Variante für die Einkaufsmöglichkeit. Ich schicke jetzt mal nur Maschinen in die Stadt. Mal gucken, ob das was ausmacht. Ich schicke jetzt mal nur Maschinen in diese Stadt rein. Und mal gucken, ob sich der Zug erneuert. Also in eine Stadt, die noch gar nicht beliefert wird, oder wie hast du das Ja. vorzutesten? Ja, genau. So wird der ersetzt? Nee, warum nicht? Das sind 8 Jahre doch noch nicht von 35. Wie viel ist denn das? Acht Komma sieben fünf. Oh. Ja, komm, fahren wir noch einmal mit. Ist ja auch schön, mal eine Mitfahrt zu machen. Century, danke für den Follow. Acht mal vier ist 32. Ja, 8,75. Vielleicht ein bisschen mehr. Wahrscheinlich, wenn das 9. Jahr erreicht hat, wird er dann ausgetauscht. Aber Centauri, falls du noch nicht die Seite von unserem Forum hast. Ja. Okay, muss ich mal eben aus dem Vollbild, schaue ich mir mal eben an. Oh, könntest du auch direkt als Lesezeichen machen, weil da wirst du immer die neuesten Informationen über Urban Games und dem Spiel und sowas alles erfahren können. Warst du gerade die ganze Und Zeit im jetzt? Vollbild vom Stream, oder wie? Ja klar, du, wenn schon, Ich dann. auch. Echt? Ich sollte mal speichern. Das ist lustig, ich habe gestern gesagt, ich mache bis 2:30. Und ich glaube, um 2 vor 2:30 ist mir das Spiel abgeschmiert. Oh mein. Ja, aber lustig ist, weil ich gesagt habe, ich mache bis 2:30. Weißt du, und dann. Also schön fände ich es ja noch, wenn die Auflösung so ein bisschen größer wäre. Aber ich schätze, dass du es glasklar bei dir hast. Das wird Ja, wohl an Stream liegen. es liegt daran, ich übertrage zwar mit der Qualität, wo ihr seht, aber die Bitrate ist dafür zu schlecht. Weil das Komische war, als ich gestern meine Bitrate hochgesetzt habe, was ja eigentlich in Ordnung ist, hat es komplett angefangen mit Lecken. Keine Ahnung warum. Was hast du dann für eine Leitung? Ich hab eigentlich nicht gut. Ich habe 66 Download und 11,5 Upload. 5 im Upload, ja, das sollte eigentlich gut sein. 11,5. Oh, 11,5, okay. Also ich sag mal so, so ein 1,5 GB Video ist in 20 Minuten hochgeladen. Bist du jetzt ausgetauscht? Immer noch nicht. Wann hast du denn vor, das andere Spiel jetzt zu starten? Oder wann? So in der Stunde oder zwei? Ist eine gute Frage. Ich muss mal kurz fragen, ob wir irgendwo hingehen zum Abendessen. Wollte ich nämlich auch dich noch fragen, wann wird mal eine Pause gemacht, damit ich mir auch mal was zum Essen machen kann? Ich sag mal so, wenn der Zug ausgetauscht ist. Ich stelle mal kurz auf schnell. Sieht zwar nicht schön aus, aber ich möchte auch wieder mal ein bisschen Geld reinbringen. Wir waren mal zwischenzeitlich ja mal im Minus. Das möchte ich mal wieder weghaben. Ich muss mir hier echt was überlegen, weil die Strecke ist so hochfrequentiert.
Oh, hier ist eine Vergrößerung geplant. Das finde ich cool. So, der ist jetzt 9 Jahre alt. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich ausgetauscht werden. In welchem Jahr sind wir jetzt überhaupt? Kann man das irgendwo sehen? 1942. Oh, das letzte kam nicht über. Sag nochmal bitte. 1942. Oh, noch mittendrin. Was meint ihr denn mit Eisenschwein, René? Diese E-Lok, was ich da verwendet habe, diese hier, das ist das Eisenschwein. Ah, die hast du geholt, ne? Ja. Weil ich hatte ja auch die ganze Zeit Vollbildschirm und dann sehe ich den Schatten nicht. Aber wenn der 42 schon so abgeht, ne, dann hätten wir dich früher an der Spitze haben müssen. So, den Ausbau möchte ich hier mal schnell angucken noch, was ausgebaut wird. Oh, okay. Nicht schlecht. Warum produzieren wir mehr Werkzeuge? Wer nimmt denn uns die Werkzeuge ab? Ich will doch eigentlich mehr Maschinen produzieren und nicht Werkzeuge. Okay. Da muss man echt noch ein bisschen was drüber lernen. Wir kommen gerade mal. Warum werden jetzt hier nur 10% der Werkzeuge verkauft? Ich habe hier so gut wie das ganze Gewerbegebiet abgedeckt. Liegt es einfach daran, dass Werkzeuge nicht so viel gebraucht werden, vielleicht? Also ich meine, es fällt mir der Name wieder nicht ein. Ja, was da Urban Games immer gesendet hat, diese Blogs, ne? Blogs, da wurde mal gesagt, dass jede Stadt unterschiedlichen Bedarf an Waren hat. Und auch in der Höhe. So hätte ich das irgendwie in Erinnerung. Also es kann ja sein, dass irgendwie definiert ist, dass die nur 10 oder 20% haben wollen. Das heißt, man müsste mal die Lebensmittellinie ausbauen. Verstehe ich das richtig? Mein Problem ist, ich weiß es nicht. Gar nicht. Weil, weißt du, es macht vielleicht auch mehr Sinn, weißt du, dass man halt auch mehr Lebensmittel oder überhaupt mal Waren in die Stadt bringt, weißt du? Dass man einfach mal sagt, ich liefere jetzt mal Werkzeuge plus Lebensmittel. Aber das dauert ja auch immer eher, schätze ich, vermutlich mal so 5 Jahre, bis sich irgendwas richtig bemerkbar macht. Ja, das stimmt auch. Wie lange das dauert, bis die Sachen erstmal in der Stadt sind und produziert werden müssen, der ganze Weg, Verteilung. Ja, jetzt müssen wir kurz auf die Zeit achten. 3 Stunden 15, knapp 3 Stunden. Ja, es sind 3 Wochen Videomaterial. Ja, ist halt so. Ich habe früher. Also, das Schlimmste, was mir jemals passiert ist, war ganz früher noch, wo wir Minecraft gespielt haben. Das war aber ganz früher noch. Da haben wir einen ganzen Monat lang haben wir Tekkit Light entdeckt, falls es irgendjemand was sagt. Nein. Das ist so ein Electric Mod Pack. Also da hast du halt alle elektrischen Sachen dazu. Da hast du Elektrik, du hast Strom. Und wir haben da unglaubliche 230 Folgen vorproduziert, bevor die erste überhaupt rauskam. Ja. Das war mal das krasseste überhaupt. Es hat mir über 1,5 Jahre gereicht, wo wir in einem Monat aufgenommen haben. 1,5 Jahre hat es mir gereicht.
So, wir haben hier noch leere Linien. Irgendwie. Ach ja, genau, das ist die Schlacke. Ich baue mal wieder eine neue Maus. Ich merke, dass mein Mausrad wieder umspinnt. Ja, nee, ich mach so. Wir werden uns dann hier im Let's Play wiedersehen. Nicht mehr als Livestream-Mitschnitt, sondern im puren Let's Play, wo ihr mich ganz alleine hört. Vielleicht entscheide ich mich ja noch um, wer weiß. Aber wir werden uns hier in Dorndorf, Dornburg, ich glaube Dornburg, genau, in Dornburg wiedersehen. Wenn wir dann versuchen, mal hier Lebensmittel hinzuplatzieren. Ich werde eine kleine Streampause machen. Wie lang kann ich noch nicht sagen. Ich denke mal so 5 bis 10 Minuten und dann wird es mit der Community Map weitergehen. Dann können wir das vielleicht nochmal auch im Forum nochmal. Da könnten wir eigentlich nochmal ein Thread machen, oder? Oder halt nochmal aktualisieren. Jo. Ja, du. Also, du meinst so in der Dreiviertelstunde oder wann? 19? Sag mal um 18 Uhr. 18 Uhr geht die Community-Karte weiter. Genau. Dann können wir noch 4 Stunden Community-Karte spielen und dann ist der Tag vorbei. Okay, ist doch was. Gehe ich hier schon mal raus. Zack. Dann, ja, bedanke ich mich oder sage vielen Dank fürs Zuschauen, für die, wo auf YouTube das nachträglich anschauen. Oh, wir haben ein Flugzeug bekommen und eine Big Boy. Mal zum Abschluss, ich mache hier auf jeden Fall Pause. Und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Jo, tschüss.